Wenn Austria gegen Rapid kein Derby ist, dann heißt das, dass die Klagenfurter Austria ihre Beine im Spiel hat. Und das hat sie gegen die Grün-Weißen von Anfang an. Gerade einmal 3 Minuten gespielt beim Bobziehen mit der frühen Führung für die Klagenfurter. Trifft gegen die zuletzt bewerbsübergreifend 5-mal siegreichen Wiener. Bei hochsommerlichen Temperaturen dann die 18. Minute und Moritz Oswald mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im 50. Ligaspiel. Rapid hat weiter Spiellaune und Klagenfurt hat Aluminium, die große Chance für Bellio auf das 2:1. Glück für die Hausherren. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel, dann Mara gegen Dursun und Schiedsrichter Dalic wertet dieses Foul vom Abwehrboss am Offensivspieler der Rapidler nach Ansicht der TV-Bilder als Verhinderung einer offensichtlichen Torchance und gibt Rot. Der Druck der Rapidler, er wird noch größer. Bellio mit bisschen Ping-Pong an die Außenstange. Eine nennenswerte Aktion gibt es dann noch in der Schlussphase. Sangaré fasst sich aus rund 20 Metern ein Herz, sein Schuss knapp über die Latte und somit steht am Ende das 1:1 aufgrund des Spielverlaufs ein gewonnener Punkt für die Klagenfurter.